Maschine! Hier darf man nur keine Angst haben. Einfach fahren. Hallo meine Lieben, auf meinem neuen Kanal Ridiculous Build. Hier haben wir das nächste Projekt. Ein krasser Umbau. Das möchte ich euch heute vorstellen. Plus, was für verrückte Sachen wir heute angestellt haben. Keramik, Fensterscheibe und Co. werdet ihr in diesem Video erfahren. Und es geht los. Junge, Junge, Junge. Weißt du, was ich suche? Ich suche eine Zündkerze, denn ich möchte einem Mythos, scheiß Aussprache, nachgehen. Ich will wissen, ob es wirklich so ist, wie es ist. Ja! Weißt du, seit gefühlt 30 Millionen Jahren wollte ich das ausprobiert haben. Und jetzt ist das der Moment. Wir brauchen nämlich dieses weiße Zeug, Keramikzeug. Hey! Nee! Alter, was passiert denn heute hier? Nee, warte, stopp, bleib mal stehen. Ich habe was anderes vor. Hat doch gesagt. Kennst du den Trick mit dem Zeug und Scheibe? Das versus Scheibe. Okay, Achtung. Yes! Geil! Komm. Jetzt aber, jetzt wird's ernst, jetzt wird's geil. Ja, noch nicht. Ja, wo ist es denn? Ja, um die Ecke rum. Wenn nicht einer damit. Ich würde vorschlagen, du bleibst da, ich komme jetzt gefahren mit dem Auto. Dann werdet ihr sehen, worum es geht. Maschine! Wow. Ist das irre, Alter! Das ist eine Maschine, Junge. Der Auto, wie der schon guckt, ne? Ey, lass die Halle stehen, ja? Passt du überhaupt in meine Halle? Der passt ja gar nicht rein. Ja, der passt ja schon da. Hier, da. So muss das sehen. Das ist ein Womo. Also hier ist Aussteigen schwierig. Müssen wir nicht ausmachen? Kann man ausmachen. Mach mal aus. Wow, was du alles für Tricks hast. Wow. Ey, guck mal, wie groß der ist. Hä? Hallo? Mein neues Alltagsfahrzeug zum Einkaufen. Falls ich Pampers holen muss für die Kinder. Perfekt. Ich habe doch gesagt, ein Wohnmobil für große Jungs gibt es. Ey, das sieht ja mega aus. Sag mal, was ist das für ein Auto und was hast du bis jetzt gemacht? Weil ich glaube, das hast du so nicht bekommen, ne? Nein, das ist hochgesetzt. Hier, da hat alles komplett rausgerissen, was da drin war. Das ist ein Auto von THW, ein Gerätewagen, sogenannter. Ja. Eigentlich das Dach genauso hoch wie das andere. So, jetzt ist das oben 45 cm, 450 mm hoch. Jetzt haben wir innen eine Stehhöhe von 1,95. Kannst du dich normal aufhalten? Du kannst ganz normal rumlaufen, rumdollen. Okay. Und genau, den Durchgang habe ich gemacht. Ja. Da ist, der ist schon, wenn du hier inzwischen guckst, siehst du genau die zwei Rahmen, wie die gegenüberstehen. Da kommt jetzt ein Faltenbalk. Ja, weil du ja Bewegung drin hast. Genau. Ne? Du kannst das, ja nicht festmachen. Das Ding verschränkt am obersten Punkt so 15 cm. So, die Bracken sind jetzt fest. Die sind angeschraubt und fest. Ja. Hast du angeschweißt, ne? Und verschweißt. Mach auf. Lass das. Wow! Jump in, man. Jump in, man. Hier wird isoliert, 40 mm. Ja. Das heißt, ich habe den Durchgang. Steig mal über ein jetzt aus der Vogelperspektive, Ego-Perspektive. Genau. Boah, ey, ganz schön viel Platz. Ja, Alter. Das ist Platz. Ja. Und Durchgang nach da, noch mehr Platz. Noch mehr das Platz. Ist ja nachher offen. Ne? Ja. Ist ja nachher alles open end. Du bist ja ein geiler Typ. Ich sag ja mal, was ist Sinn und Zweck dieses Vehikels für dich? Auswandern. Auswandern, wohin möchtest Auswandern, du? Auswandern, Haus mitnehmen. Okay, aber ich meine, das Haus haben wir. Was soll hier in der Kabine später sein? Hier wird gepennt. Hier wird gepennt, hätte ich auch gesagt. Hier gibt Arbeitszimmer. Hier kommt ein Bett rein, was man wegklappen kann, dass man immer von vorne nach hinten durchgehen kann. Aber das hier ist mega, ne? Kletterst du einfach in die Fahrerkabine, sitzt hier locker zu dritt, zu viert, Platz ohne Ende. Ja. Na? Und wenn du da stehst, hast du ja schon ein bisschen Movement hier, oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon Fernweh, ich habe jetzt schon so Romantikgefühle. Ja, so, dann heißt, du hast es nach oben geschoppt und heißt, hey, verschweißt, ne? Ja, genau. Ja. Das war? Das war, kann ja auch so bleiben. Dämmst du wahrscheinlich nachher noch ein bisschen. Alles 40 mm, so hoch wie der Droh ist. Okay. Der Plan, wie das hier drin wird, steht schon hundertprozentig bei dir im Kopf. Küche? Küche. Eingang, hier ist die Tür. Eingang, hier Tür. Küche. Hier ein Riesenfenster vor der Küche, wenn du kochst, dass du direkt aufmachen kannst. Ja, ja, ja.
Hier ist, gibt Badezimmer, da habe ich auch ein richtiges, richtige Dusche. Dusche mit Toilette? Zu Hause hat, ja? Genau. Wirst du mit Abfluss machen, wo du unterwegs abladen kannst und so? Ja, genau, da kommt ein Tank zu. Aha, perfekt. Ein Brauchwassertank. Toilette, hier kommt noch ein kleines Tier, das wird alles zu. Ja. Kleines Fenster nach hinten raus. Ja. Dusche, Toilette getrennt. Nicht duschen und die Toilette nass, wie das in den meisten Wohnungen ist. Nee, nicht gut. Das ist nämlich Murks. Ah. Da bist du nur am Schrubben. Wie gesagt, alles erstmal isoliert, zugemacht. Aluminiumblech, mit Aluminiumblech verkleidet von außen. Deswegen siehst du das hier alles nicht mehr, weil du jetzt drauf guckst, das ist nachher alles weg. Ja, oh. Wichtiger Mann. Oh, kannst du ruhig telefonieren, wenn du musst. Nee, ist jetzt nicht so. So, okay, Küche klar, Toilette klar. Was ist hier auf der Seite? Wahrscheinlich zum Sitzen irgendwas. Pass auf, die Sitzecke kommt hier. Ja? Deswegen haben wir hier noch ein Fenster, Meter mal 50. Ja. Hier sitzen wir uns gegenüber mit dem Tischchen. Das wird Stauraum, Klamotten, Gemengedöner, was man so braucht. Ja. Gewehre, Angeln. Die ganzen Gewehre, genau. Die rein mit die Säbel. Genau. Ah. Eher ja, die dieser Batterien. Dieser Kapkan, ne? Wie heißt das auf Deutsch? Bärenfalle. Also unten drunter sowieso alles mit Aluminiumkästen. Ja. Oben drauf kommen Aluminiumkästen, da ist schon eine Reling drauf. Ich habe schon gesehen, da ist sogar ein bisschen hier. Ja, ja. Das heißt, man könnte später quasi auch raufklettern. Ich sag, der packt das weiße Zeug nicht an und der macht es trotzdem. Aber wenn du gleich weiß bist, bist du selber schuld. Es ist alles okay. Es ist so, alles nee, okay. Kein Problem. Hier kommen noch zwei große Sonnen-, also Photovoltaikpaneele drauf. Ja, cool. Und das. Ich will praktisch autark sein. Ne? Ich will da auch nicht rumdollen. Wenn du da unterwegs bist. Wenn ich unterwegs bin, habe ich Strom schon. Strom, finde ich cool, so, dass jetzt wirklich, wirklich, dass man das hier als Schlafraum nutzt, finde ich auch genau richtig. Ja, klar. Damit man sich das visuell. Bist du raus? Ja. Du bist raus hier aus dem ganzen Gemenge. Ja. Da kann ich mir dicht machen. Ja. Wenn hier gekocht wird, hast du den Gestack da nicht drin. Ich mache Schiebetür. Ja. Zack, und hier ein Rollo. Ja, genau. Für innen ein Rollo, wenn perfekt. Ich fahre. Dann ist das hier. Autark, das ist, du bist da ein bisschen zum Pennen raus und hier ist der ganze Rest. Ja, kommt mal rein, weil das hier ist auch noch interessant. Kommt ihr, schafft ihr? Ja, kommt mal rein. So, guck mal, wie viel Platz hier drin ist. Ja, hier. Kannst du hier. Das ist ein Auto für zwei Leute. Nee, ist alles gut. Was haben wir hier alles an Technik? Was ist das hier? An Technik? Diese Maschine hat. Knochentechnik. Reine Knochentechnik von früher und das ist, worauf ich stolz bin. Ja. Deswegen ist das auch prima. Wir haben hier einmal Geländestraße. Ja. Das schalten wir natürlich in Leerlauf. Ja. Das ist eine Untersetzung. Ja. Da macht der Vollgas im fünften Gang 30 km/h. 25, wenn du. Das heißt, wenn du wirklich mal klemmt oder irgendwo hochkommst. Ja, okay. Hast du den? Das ist die Handbremse. Ja. Hier haben wir ein Verteilergetriebe längs. Ja. Hinterachse quer, Hinterachse, das sind Sperren. Aha. Differentialsperren, der kann einmal die Hinterachse sperren. Und dann Verteiler, Getriebe längs, kann nochmal diagonal sperren. Das heißt, du kommst aus jedem Problem, aus jeder Problemsituation kommst du theoretisch raus. Aus jeder nicht, aber aus vielen. Ja. Mit Sicherheit, aus ganz, ganz vielen. Das ist Standheizung, die hat er hinten drin. Und das hier ist Handgas oder Schraubgas. Mhm. Kannst du gar Standgas hoch oder runter drehen. Wenn du jetzt am Fahren bist und willst, fährst irgendwo Gelände, drehst du Standgas hoch und dann fährt er alleine, machst du die Untersetzung rein, machst den dritten Gang rein und dann kullert der bis da. Ich setze mich mal kurz nach vorne hin, weil das sieht eigentlich ziemlich angenehm bequem aus. Das ist angenehm so bequem. So gefedert auch. Da ist ein gefederter Sitz. Das ist kein Luftgefederter, das ist ein normal gefederter Sitz. In Isri, aber die sind sehr gut. Die kann man auch auf dein Gewicht einstellen. Wird zwar schwer. Also ich kann mir. Meinst du, der ist bis. Weil Limit ist 100 Kilo und wir haben hier 110. Ne? Was ist hier los? Nee, also ich finde das gut, die Sicht, ne? Wie im LKW halt. Ne? Und gerade eben, wo wir das kleine Stück gefahren sind, da habe ich schon so ein Feeling bekommen. Ne? Leute, wie gesagt, das, was jetzt hier hinten so noch roh aussieht, ich habe hier bis jetzt mehr rausgerissen als reingetragen. Ja. Ne? Ich habe hier mehr kaputt geschnitten und gechoppt und hochgesetzt und gemacht. Ja, aber wir werden ja das Projekt verfolgen, bis es fertig ist. Ja, selbstverständlich. Guck mal, du hast ja von den Reifen gesprochen, die sind ja auch wie neu. Das ist neu. Die Felgen. Hast du einen Ersatzreifen eventuell? Auch in der Güte in neu. Ist der, wo wird der sein? Hier hinten. Das hier, das kommt ja weg. Das ist jetzt nur noch ein Einstieg. Der wird so gesetzt, dass er hier ist, dass ich da oben einen Galgen einhängen kann. Mhm. Oh, das wiegt 150 Kilo. Seilwinde brauchst du auch. Seilwinde kommt da dran. 150 Kilo wiegt ein Rad.
150. 150. Was ist das nochmal genau? Ein Iveco? Ein Iveco Magirus 9016 Dampfhammermaschine. 9060, das bedeutet? 9060. Ja, der hat 6,4 Liter Hubraum. Aha. 6 Zylinder Diesel mit 160 PS. Und mit einer Monster-Abgasanlage. Ja, Edelstahl teilweise sogar die Verbindung. Also das Endrohr nicht, aber bis zum der Port nicht, aber bis zum Port alles Edelstahl. Wie kommt man jetzt einfach an den Motor dran? Wahrscheinlich ganz nicht. Ganz einfach. Du nimmst deine Knipsstange, steckst die hier rein, schaltest den nach vorne. Und das komplette Kabinenhaus. Und dann ziehst du hier dran und dann kippst du die komplette Kabine nach vorne. Wahnsinn. Wie über Feder oder wie Hydraulik? Wie Hydraulik. Schafft das? Da sind Hydraulikzylinder drin, dicker. Ein Telekom-Zylinder. Der drückt das ganze Ding nach oben. Das ganze Ding? Ja. Wahnsinn. So, das ist natürlich ein Manko an dem, an dem ganzen Auto nach 30 Jahren. Ein Manko nach dem... Das ist alles. Richtige. Das habe ich auch extra mal so gelassen. Ich wollte das nicht vermeckern. Da hat sich irgendwo da im Rahmen Wasser gesammelt. Ja, wie bei den ganzen Autos. Aber ansonsten, du kannst dich drunter legen. Ja. Das Ding ist so kernig alles. Wie alt ist das Auto? Das Baujahr 87. Also hier hat es ganz klar den Namen verdient, radikaler Umbau. Auto hat 28.000 Kilometer gelaufen. Ist ja ein Neuwagen. 28.000. Neuwagen, Jahreswagen. Das ist ein Neuwagen. Das Gute an der Karre ist, und das war auch letztens die Entscheidung dafür, er ist luftgekühlt. Aha, dann noch weniger Probleme. Keine Wasserpumpe, keine Schläuche, die dir fortfliegen können, keine Pumpe, die dir freckt. Ja. Der ist luftgekühlt. Los, Einsatz! Okay. Hast du auch eine Rückfahrkamera? Noch nicht, aber das kommt noch. Das kommt alles noch. Das ist wirklich, also da hätte ich auch richtig Bock drauf. Weißt du das? Das Gebäude ist neu. Das muss stehen bleiben. Ich weiß, dass der Traktor einfach drüber fährt. Ich gebe mir Mühe. Was fährt der maximal? Hast du gesagt 80? Der hat eine lange Achse, der fährt 110 locker. 110 locker. Voll die Action, ey. Da kam gerade ein Auto, aber egal. Wo? Es ist. Ich sehe das doch. Egal! Den hast du aber gesehen, ne? Nur. Aber mit dem Truck ist ja egal, der kann ja unten drunter durchfahren. Ey, guck mal, fährt sich total easy, ne? Aber nicht so schnell, der ist nicht angeschaltet da hinten. Ja, lässt sich easy fahren, ne? Ja. Das ist schon geil. Lässt sich easy fahren. Das ist eine Maschine, Junge. Als ich ihn geholt habe da oben, ich saß im Auto ganz allein auf der Autobahn. Wie viel? Maschine! Wie lange musstest du fahren? Wie viele Kilometer bist du das erste Mal zurückgefahren? Das waren 380 Kilometer. Wie lange hast du dafür gebraucht? Bestimmt 4,5 Stunden. Es reicht, wenn du gleich beim Orten, bei dem Bus drehst. Wir fahren dann zurück. Aber guck mal, lässt sich ganz normal fahren. Ne? So, wir sind jetzt alle angeschnallt. Guck mal, ganz easy. Also jetzt nicht viel. Ist jetzt laut, weil da hinten, hinten offen ist. Ne? Sonst ist der leise. Ein LKW halt. Das ist ein Truck. Ja, guck mal da, der kann schon super drehen. Beim Deutz hier vor der Haustür. Ja. Der Motor ist hier verbaut. Ist der echt von Deutz? Das ist ein Deutz-Motor, der ist von denen hier. Wahnsinn! Wie klein die Welt ist. Das ist ein Deutz-Motor. Aber die kriegt schon Angst, dass wir den Motor zurückbringen. Wir sind wieder weg, keine Sorge. Ah, ich glaube, das Rennen hätten wir jetzt gemacht. Ist ja auch ein Iveco. Ja, aber mittlerweile hat Iveco ja eigene Motoren. Iveco Magirus hat das Chassis gebaut, der Iveco das Chassis gebaut und von Deutz den Motor eingebaut. Den Boden hier hast du aber schon eingebaut, ja? Das habe ich schon gestrickt, ja. Das ist alles hier, alles. Weißt du, warum der Boden so gut ist?
weil du das bei den Booten schon so gemacht hast. Da hast du ein bisschen Erfahrung schon für, ne? Naja, irgendwie, man wird ja eine tolle EM immer machen. Ne? Nur hier sowas habe ich noch nie gemacht. Das ist jetzt für mich auch alles Neuland. Das wirst du neu beziehen, ja? Das wird neu gemacht, ja. Was haben die hier gemacht? Warum sind hier so Schweißperlen drauf? Ach, da haben die ja, halt einfach irgendwie ein bisschen was gemengt. Da kommst du doch nie rum. Hier? Natürlich komme ich hier rum. Mein Gott, das ist ja ein Sportwagen. Ein Zweisitzer. Maschine, Junge! Maschine! Hier darf man nur keine Angst haben. Einmal ja. Fahren. Hey, weißt du, was lustig ist? Ja, was? 2 Meter Baustelle auf der Autobahn. Ja, aber dann nimmst du beide Spuren. Gar nichts. Ich fahre einfach Vollgas. Ich meine, du sagst, man muss keine Angst haben. Hier musst du wirklich keine Angst haben, weil du weit oben sitzt. Ne? Hier kann dir nichts passieren. Gar nichts. Ja, ich habe hier einen extra Parkplatz für dich an der Seite. Nur das für dich. Super, ich nehme den dann, ne? Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ein geiles Projekt. Mega Technik, musst du ja nicht viel machen, ist ja schon alles gemacht. Hey, mal, guck mal. Stand, es ist alles mal. Gut. Standgas, ja. 5 Bar Druck. Ja. 8 Bar Bremsdruck. Das ist das alles, was du brauchst. Im Standgas 5 Bar Druck, das heißt, der Motor ist neu. Wie da ist hast du bei neuen Motoren nicht, die so viel Öldruck haben. Wie ist das mit den Reifen, wenn Druckverlust herrscht? Kannst du die von hier aus aufpumpen oder ist das dieses, das hat er nicht? Das hat er, wer hat das? Hat er das. Natürlich. Das hat er das. Natürlich hat er das. Das heißt, du kannst die Reifen quasi aus dem Fahrerhaus kontrollieren oder wie machst du das? Nein, das nicht. Aber ich habe vorne Luftanschluss für Reifen, hinten Luftanschluss für Reifen. Und wenn jetzt die Bremse, jetzt ist die Bremse zu. Ja. Bremse ist aber drucklos zu. Ja. Wenn jetzt der Behälter, der Druckbehälter leer ist, könntest du die ja praktisch gar nicht öffnen zum Abschleppen. Aha. Also habe ich einen Anschluss vorne, gehe ich dran, da kann ich mit Druckluft dran, da macht er mir die Bremsen offen. Mhm. Oder ich habe noch einen Anschluss, da kann ich mir meinen Reifen mit befüllen. Mhm. Weil der hat ja einen eigenen Kompressor. Yeah. Der Kompressor geht nach hinten raus, ich habe einen Schlauch, schließe ich da an, gehe an den Reifen. Ach so, perfekt. Musst du haben, weil auf der Straße kannst du volle Barzahl fahren. Aber wenn es matschig wird, dann lasse ich die Luft raus. Ja. Normalerweise fahre ich 6,5 Bar vorne. Ja. Wenn es matschig wird, fahre ich runter auf 2 Bar. Da der richtig weicht, der Reifen. Der nee, was für mich jetzt, was ich jetzt hier an dem Ganzen verstehe, ist natürlich, wenn du jetzt wirklich in Anführungszeichen in Outback fährst, wo nichts ist, keine Television, keine Werkstatt und du kannst ja alles selber noch machen. Ne? Ja, große Schraubenzieher, großer Hammer. Ja. Bei dir ist alles groß, große Autos. Ja, cool, cool. Jetzt zeige ich dir kurz, was du dir aufs Dach machen kannst. Vorher hatte ich ein Modul, das war ja nur so groß wie das eine. Ja. Hatte 100, 160 hat das gemacht. So, jetzt hast du hier quasi ein Solarmodul. Wenn jetzt die Sonne richtig drauf knallt, die Sonne muss sein, ne, weil jetzt in dem Winkel kein Licht, dann speist der auch nicht ein. Ja, ja, klar. Wenn du dir das aufs Dach knallst, das kannst du ja auch abmachen. Ne? Das ist ja so beschichtet. Das ist der Hammer. Ja. Das Ding macht 400 Watt, wenn die Sonne drauf knallt. Da kriege ich 2 Stück von drauf. Ja, lass mal fallen. Fallen? Schmeiß das Zeug da kannst, nicht. Da kannst du drauf rumlaufen. Hey, das ist 60, ja? Das ist bestimmt 2,50 Meter. EcoFlow. EcoFlow, ich glaube 3,7. Ja, das, du hast mich ja auch erwischt. Boah, Alter, 4 kW. Nee, fast, warte, ich gucke jetzt mal schnell. EcoFlow, 4 kW, das ist die Pro. Warte, also 3,6 kW. Das ist ja schon ordentlich, ne? Das ist schon ordentlich. Wenn du jetzt unterwegs bist, du wirst es ja nie leer bekommen, weil du permanent mit der Sonne ja quasi am Laden bist, ne? Guck mal, was der hier alles hat. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja. Guck mal, der hat alles. Alles. Mit WLAN-Anschluss. Du kannst remote darauf zugreifen. Weißt du, was das ist? Damit kannst du das zweite Ding nochmal daneben koppeln. Alter. Guck mal, hier auch noch alle möglichen Anschlüsse. Geile Maschine. Geile Maschine. Mit dem Ding fährst du jetzt nach Dierdorf. Ist doch zu angemeldet. Er ist angemeldet? Natürlich ist er angemeldet. Ja, wir sind ja auch gefahren. Habe ich dir doch gestern gesagt. Der läuft auf mich. Ja, TÜV, alles hast du da. Für mich wäre interessant, das Auto ist ja relativ in Anführungszeichen frisch. Ja. Wenn jemand auf diese Schnapsidee kommt, der auch so verrückt ist wie du oder ich, was muss er ungefähr ausgeben, wenn er mit so einem Projekt anfängt? Das ist immer hängt das ein bisschen ab von den Komponenten, die man da reinbaut. Ne? Nee, sag mal, erstmal Basis,
so wie das Ding hier steht, als du es bekommen hast, hast du ja das Glück das gehabt. Das Auto ja. an sich. Wie viel? Das Auto an sich, das bewegt sich. Aktuell. Wenn du was Vernünftiges haben willst, es ist ja ein bisschen Laufleistung ja. gefragt. Ja. Also es bewegt sich von 14.000 bis 25.000 Euro. Okay. Wirst du im Regelfall bezahlen müssen für ein vernünftiges Auto. Mhm. Und das Problem ist, die werden von Jahr zu Jahr teurer. Ja, ja, ja. Vor fünf Jahren, hättest du so ein Auto für 8.000 Euro gekostet. Mhm. Aber irgendwie haben viele Leute begriffen, dass man da auf den Zug aufspringt und dass man sich die Dinger... Brauchen wir nicht drüber zu reden, ja, ja. ist Fakt. Ist mit so. Gebrauchten Sachen und jetzt aktuell so. Wie gesagt, man muss halt eben gucken, was man möchte, was man will. Okay, sag mal, geh mal, wir haben Glück, 15, 16 haben wir bezahlt. Ja. Wie viel wirst du circa noch rein investieren müssen, das denke ich? Das ist auch wieder eine Frage. Was willst du da? Ja. Ja? Ja. Kannst du Elektrik selber? Ah, okay. Kannst du die Anschließerei selbst? Kannst du das mit den Abflüsseln regeln? Kannst du dir einen Aluminiumtank schweißen für einen Brauchwassertank oder musst du den kaufen? Das hängt jetzt alles wirklich vom Geschick ab. Aber wenn du es vernünftig machen willst, richtig ordentlich machen willst, ja. und hast vernünftige Komponenten ja. drin, bist du nochmal mit 12.000 bis 15.000 Euro dabei. Ja. Dann hast du natürlich ein schickes Auto gemacht. Dann hast du ein schickes Auto. Dann hast du, denke ich schon. Das ist schon machbar. Allerdings auch wieder mit viel Eigeninitiative. Ja, ja. Wenn man so ein Auto bauen lässt, da bist du bei 150.000 Euro ganz schnell. Ja, 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 ja. Ganz schnell geht das. Ja, ich denke jetzt an ausfahrbare Fernseher. 150.000? Nee, da ist kein ausfahrbarer Fernseher dabei. Nee. Dann bewegen wir uns im Bereich von 350.000. Weil die kann man auch locker da rein. So was würde ich auch gerne mal sehen. Falls jemand kennt, der so ein Ding hat, das der mal so für 300.000... Gibt es. Musste ich auch mal kurz... Das ist kein Problem, 300.000 Euro für so ein Allradauto auszugeben, für ein Expeditionsfahrzeug. Jetzt bringst du mich auf... Die Leute sind verrückt. Ja. Danke dir. Ciao.